Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Die letzte Woche oder vierte Woche, Mai. Schauen wir mal zusammen, Löwe. Hinter dem Deck Ritter der Schwerter, Löwe. Ritter der Schwerter, Luftelement, du siehst ja, Zwilling, Wassermann, Waage. Wir reden hier über Kommunikation. Ja? Also einen Ritter und überhaupt diesen Ritter der Schwerter bringt immer schnelle Kommunikation. Es gibt hier eine schnelle, abrupte irgendwie Kommunikation. Ja? Also, wow. Tatsächlich, also hier rede ich schon über Kommunikation. Aber schau mal bitte, was ich hier habe, Löwe. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, aber schau mal hier, die Königin der Schwerter, die Hohepriesterin, einen Puppe der Schwerter und Ritter der Schwerter. Schau mal bitte, wie viele Schwerter hier zu sehen sind. Also tatsächlich, Luftelement, Sternzeichen Zwilling, Wassermann Waage, ist bei dir schon sehr präsent, ja. In manchen Fällen, weil du selbst diese Sternzeichen in dir, in deinem astrologischen Chart auch sehr präsent hast. Ja? Also manchmal ist das auch so. Sternzeichen Fische ist hier auch zu sehen. Fische, aber Zwilling überhaupt, ja. Also Sternzeichen Zwilling überhaupt. Du siehst ja, ich sehe hier einen Kampf. Also das hier ist ein Kampf, eine Defensive. Eine Person stellt sich hier auf eine Defensive. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber schau mal bitte die Königin der Schwerter und auf die andere Seite der Puppe und der Ritter der Schwerter. Das ist fast ein Kampf. Die schauen sich nämlich auch an. Ne? Also das ist nicht so, dass sie sich den Rücken geben. Die schauen sich schon an. Interessant ist diese Hohepriesterin in der Mitte. Empfinde ich total interessant, ja. So ein Gefühl von eine Stille in manchen Fällen in dieser Kommunikation oder sonst einer Person, die mehr privat für sich ist, sich zurückzieht, keine Kommunikation macht und einen Bruch in eine Kommunikation. Schau mal bitte jetzt. Es ist einfach sehr, sehr interessant, wie diese Karten jetzt gekommen sind für dich. Und natürlich, weil nur du weißt, wie deine Situation ist und was für dich so heißen könnte. Luftelement, wie gesagt, extrem präsent, aber auch Sternzeichen Fische. Ich sehe hier für kommende Woche Kommunikation. Über Internet in manchen Fällen oder keine Ahnung, so eine Sache gibt es hier. Aber tatsächlich, jemand stellt sich schon etwas auf eine Defensive. Ich sehe einerseits eine Person, die sehr impulsiv sein kann, also diesen Impuls ist hier schon zu sehen, ja, diese Impulsivität. Und auf die andere Seite sehe ich schon eine reife Person, eine unreife und eine reife Person. Ich sehe hier zwei verschiedene Sachen. Ich sehe eine Person, die in manchen Fällen sogar eine Witwe ist, eine Person, die eine Witwe ist oder eine Scheidung, eine Trennung hinter sich hat, einen ganzen Zyklus hinter sich hat. Eine Heilung hinter sich hat. Ich sehe hier eine alte Seele und auf die andere Seite sehe ich schon eine Person, die noch mehr in diesen Impuls ist, in diesen Unreife ist, ja.
Es ist deutlich. In manchen Fällen gibt es sogar eine geografische Distanz. Könnte möglich sein. Es gibt hier eine Person, die am Nachdenken ist. Tatsächlich. Eine Person ist hier sehr stark am Nachdenken. Sternzeichen Steinbock, Fische nochmals. Sternzeichen Krebs ist auch auf die... Warte mal kurz. Sternzeichen Krebs, ich glaube... Sternzeichen Krebs und die Nummer 1. Sternzeichen Steinbock, Fische. Es gibt hier diese starke Anziehung auch zu spüren. So eine Situation gibt es hier. Ich sehe eine klare Blockade. Du siehst ja der Gehängte und die Hohepriesterin. Eine Person ist sehr hier intuitiv. Die Intuition ist hier stark präsent. Eine Person ist sehr intuitiv und hat sehr viel Klarheit. Also die Intuition ist ja klar, die Intuition bringt mir zu eine Klarheit. Ich habe Licht, ich habe Klarheit, ich weiß schon, was ich will, was ich nicht will. Und es gibt hier so einen Kampf von wegen doch und die andere Person nein und, ja, und ich ja. Und es gibt hier diesen gewissen Streit oder Diskussion von wegen ich möchte und ich möchte nicht. So ungefähr. Es gibt hier einen Kampf. Ja? Es gibt hier schon einen Kampf. Das muss ich dir schon sagen. Es fühlt sich wie einen Kampf. So ungefähr, wer kann, ja, also, wer ist in dem Fall jetzt, wer überzeugt mehr oder wie? Also eine Situation gibt es hier. Löwe, wir haben nicht alle das gleiche Leben. Von da aus spricht die Energie nicht für alle und für uns allen gleich. Aber ich kann schon trotzdem mir die Energie anpassen, obwohl ich in manchen Fällen doch nicht verheiratet bin oder nicht in einer Beziehung bin und ledig bin. Also egal wie deine Situation aussieht, du kannst schon diese Energie für deine Situation anpassen. Ich sage es jetzt nur, weil ich sehe schon ein paar verschiedene Sachen hier. Für eine Gruppe sehe ich natürlich hier ein Geheimnis. Ja, und dieses Geheimnis tatsächlich hat mit einer dritten Person zu tun. Das ist deutlich. Gerade sehe ich die Nummer 222 in meiner Uhr. Es gibt hier schon eine Dualität. Die Nummer 2 zeigt sich hier auch. Also ich spüre hier schon so eine Situation. Es gibt hier einen Stillstand und gar keine Kommunikation, zumindest bis jetzt. Nächste Woche ändert sich. Ich sehe hier abrupte Kommunikation über Internet in manchen Fällen. Und in manchen Fällen sogar gewisse Konflikte, kann man nicht ändern. Schau mal bitte, welche Karten für dich gekommen sind. Also eine Puppe der Stäbe, die Karte der Liebenden und eine Puppe der Münzen. Du siehst ja, gerade Löwe, habe ich hier schon drei Puppen. Puppe der Stäbe, der Münzen und der Schwerter. Also ich sehe hier Kinder. Was ich sagen möchte ist, in manchen Fällen reden wir hier auch über deine eigenen Kinder. Und so einen Fall hatten wir schon gehabt bei dir. Ja? Dass wir hier wirklich sehr viele jüngere Menschen sehen. Und das und die wirklich sehr viel mit deinen Kindern zu tun haben. Oder sonst sogar mit deinen Geschwistern. Bruder, Schwester oder eine familiäre Situation. Das kannst nur du wissen. Du siehst ja, was ich hier habe. Puppe der Stäbe, Puppe der Münze. Und in der Mitte die Karte der Liebenden. Dass ich hier mehrere Menschen sehe, es ist ja deutlich. Dass ich hier mit der Karte die Liebenden auch für eine Gruppe sogar mit Liebhabern zu tun habe, ja. Sicher. Ist das hier, hast du mit Menschen zu tun, die mit dir einen Altersunterschied haben? Könnte möglich sein. Und sogar, ich spüre hier eine ziemlich unreife Energie. Ist hier sehr stark zu spüren. Sehr stark zu spüren. Eine totale Unreife gibt es hier. Deswegen sage ich, in manchen Fällen hast du mit deinen direkten Kindern, eigenen Kindern zu tun. Oder die Kinder von deinen Geschwistern. Ja, du hast mit jüngeren Menschen zu tun. Und deswegen zeigt sich hier diesen Chaos. Es gibt schon hier eine Person, die Drama macht. Also Drama sehe ich hier. Wie sage ich dir das am besten, Löwe? Drama sehe ich hier schon. Das ist Drama. Das ist irgendwie Streit, Konflikte, weil eine Person nicht bekommen kann oder darf, was er oder was sie möchte.
Die Person macht Drama. Wie ein kleines Kind. Also ich habe hier ein kleines Kind in manchen Fällen. Oder sonst nochmals, eine ziemlich unreife Person. Jemand macht hier Drama. Ja. Jemand versucht hier zu manipulieren. Ich spüre hier eine klare Manipulation. Die Karte, die Liebenden in der Mitte, du siehst ja Sternzeichen Zwilling, wie gesagt, bei dir sehr präsent, aber ich habe Luftelement sehr stark, wie Steinbock und Krebs nämlich auch und so weiter. Also die Sache ist, es gibt hier eine dubiose Sache, Löwe. Ich hole mir mehrere Karten, weil in manchen Fällen, klar, nur du weißt, was das hier für dich heißt. Es ist ja klar. In manchen Fällen, Löwe, in manchen Fällen eine Wahrheit kommt hier ans Licht. Eine Wahrheit kommt ans Licht für eine andere Gruppe. Was heißt das? Eine Person erfährt hier etwas von einer dritten Person. Ja? Jemand erfährt hier eine Wahrheit. Jemand kommt auf eine Wahrheit. Jemand kommt hier auf eine Wahrheit und man möchte sich hier sogar entschuldigen. Eine Person ist hier sehr, sehr intuitiv und tatsächlich, wie gesagt, kommt einfach auf eine Wahrheit, ja, und bekommt eine Erleuchtung. Eine Person hier ist ziemlich intuitiv, tatsächlich. Und wie gesagt, ich meine, Löwe, du bist natürlich auch sehr intuitiv, ja. Wie gesagt, man kommt hier auf eine Wahrheit und ich sehe hier schon diese Kommunikation, ne? Puppe der Schwerter nochmals. Also Löwe, Puppe der Schwerter nochmals. Das ist der Spione vom Tarot. Der Spione ist hier auf dem Tisch. Also das heißt, du wirst schon beobachtet, spioniert. Die Legung kann sich ja spiegeln. Ja? Das für die Crosswatchers, das Sternzeichen Löwe, ist die Person, die dich spioniert und über soziale Netze beobachtet. Es gibt hier diese Spione und diese Spione zeigt sich oft das, ja? Also wie würde ich das wirklich sagen? Diese dramatische Person, es gibt hier eine dramatische Person. In manchen Fällen fast ein Schauspieler, ja? Diese Situation ist hier. Nochmal Schwerter. Schau mal bitte jetzt, Löwe, in der Mitte habe ich neunte Münzen. Neunte Münzen spricht für eine Person, die ledig ist, sehr viel Reichhaltigkeit zeigt, ja, viel Stabilität. Für mich ist diese Energie in den kleineren Arkana eine ähnliche Energie wie die Karte, die Herrscherin. Eine ermächtigte Energie, ja, viel Fruchtbarkeit in diese Karte zu spüren, viel Kreativität, eine Person, die niemand braucht, viel selbstständig ist in manchen Fällen. Es gibt hier eine Person, eigentlich, die alles hat und niemand braucht. Das beschreibt diese neunte Münzen. Ja? Also diese Person hat auch bereits einen Zyklus hinter sich, eine Heilung, einen Zyklus. Diese Person ist, wie gesagt, vollkommen, fühlt sich vollkommen und braucht eigentlich niemand. Ja? So zeigt sich die Energie. Es ist einfach nur interessant, jetzt Löwe, die Verbindung von den Karten. Weil tatsächlich die Karte der Gehängte zeigt sich für dich sogar zweimal. Der Gehängte zweimal. Sternzeichen Fische, sehr präsent bei dir. Es gibt hier eine. Schau mal, also hier habe ich neunte Münzen und dann kommt eine Puppe der Münzen. Es ist ja klar, dass ich hier mit zwei ziemlich verschiedenen Energien zu tun habe. Die eine Person, neunte Münzen, zeigt schon sehr viel Stabilität, sehr viel, also nicht nur Materielles jetzt, ja, also ich rede auch über Emotionelles. Wir reden hier über eine Person, die in einem spirituellen Weg ist und sehr viel Stabilität zeigt. Die andere Person, diese Puppe der Münzen, zeigt eine ziemlich unreife,
Es kann möglich sein, dass der Grund ist, weil entweder einen Altersunterschied gibt oder sonst muss nicht unbedingt damit zu tun haben, sondern die Person ist einfach unreif. Ja? So ist es. Außer du sagst mir, nein, das ist tatsächlich mein Kind. Und dann glaube ich dir das auch, weil die Unreife ist da. Zwei Personen ziemlich unterschiedlich. Ziemlich unterschiedlich und tatsächlich nicht balanciert. Die Energie hier gerade, die Frequenz von diesen beiden Menschen sind nicht gleich. Also das ist kompliziert hier, wenn du mir jetzt sagst, nee, das ist tatsächlich ein Wunschpartner für mich, etwas jünger als ich, und er ist mein Wunschpartner, ja. Dann sage ich dir wirklich, es ist kompliziert, ja. Mehrere Gründe ist das hier kompliziert, Löwe. Eins einfach für das, was ich jetzt hier sehe. Ich sehe hier schon eine komplizierte Sache. Die Person ist, also ich weiß nicht, wie ich mich äußern soll, aber man muss hier aufpassen, Löwe. Die Person also kann ziemlich dränglich sein, also ziemlich nach Impulse gehen, also die Person lässt sich nach Impulse bewegen. Nochmals ziemlich eifersüchtig, sogar dramatisch, ziemlich in manchen Fällen streitsüchtig. Steinbock ist ja auch präsent. Also Löwe und nochmals, in manchen Fällen sehe ich hier eine dritte Person. Und du willst mir bestimmt sagen, weißt du, was du mir sagen willst, Löwe? Schon wieder eine dritte Person? Schon wieder? Denn das ist für mich jetzt eine neue Person. Und wenn du mir sagst, das ist wieder eine dritte Person da, heißt das, dass es vergangen für mich ist. Nein, nein, Löwe. Weißt du, das Problem liegt daran, dass wir immer wieder die gleichen Muster anziehen, die gleichen Menschen anziehen. Also das heißt, die Personen sind verschieden, die Personen sind verschiedene Menschen, aber die Situationen sind gleich. Man sieht immer die gleichen Situationen an. Es hat mit den anderen nichts zu tun. Es liegt nicht an den anderen Menschen. Es liegt immer an uns. Warum? Weil irgendetwas müssen wir es anders machen. Irgendetwas müssen wir verändern, anders machen. Erde-Element zeigt sich hier bei dir. Erde, also Stier, Steinbock, Jungfrau, nämlich auch. Du siehst hier Sternzeichen Fische, nämlich auch. Ich spüre hier, Löwe, eine interessante Sache. Also, Löwe, ich sage dir weiter, was ich sehe. Und zwar, eine Person ist ziemlich heiß auf dich, ja? Die Legung kann sich ja spiegeln, natürlich. Und die Person ist mehr heiß auf mich. Aber eine Person ist hier ziemlich heiß auf dich, Löwe. Und das heißt, ich sehe hier eine klare sexuelle Sache, aber deutlich, ja? Die Person zeigt sich, wie ich dir gesagt habe, unreif. Also es gibt hier eine ziemlich unreife Energie, sehr sexuell. Und tatsächlich, in manchen Fällen, ich sage nicht, dass die Person böse ist und gar nichts, nein. Aber die Frequenzen, also die Vibration, sind verschieden hier zwischen dir und dieser anderen Person. In manchen Fällen, weil die Erfahrung anders ist und weil du viel mehr Erfahrung jetzt hast als die andere Person. Es kann einfach nur diesen Grund sein. Oder sogar in manchen Fällen, es gibt hier noch eine familiäre Situation. Eine Person ist noch hier, entweder in einer Beziehung oder noch mit einer bestimmten familiären Situation, die noch nicht gelöst ist. Und das ist ein Ex oder wie auch immer. Irgendeine Sache gibt es hier. Wenn du mir sagst, nein, die Person ist nicht in einer Beziehung, die Person ist allein. Und dann sage ich dir, diese Person hat noch mit einer bestimmten Sache in der Familie etwas, die noch gelöst werden soll. Weil etwas zeigt sich hier. Diese Person ist sehr, natürlich hat diese starke sexuelle Anziehung für dich. Und möchte schon dir, du bist wichtig für diese Person, das ist tatsächlich so, du bist wichtig, aber es gibt hier eine ziemlich große Unterschiede,
die sehr viel mehr schwer ist, also viel mehr. Diese Unterschied, die ich hier sehe, zwischen dir und dieser anderen Person, ist viel schwerer als die Beziehung selbst. Ja? Also es gibt hier zu große Unterschiede, zu große Unterschiede. Es ist, wenn du mich fragst, es ist kompliziert. Denn ich sehe in deiner Energie, Löwe, in deiner Energie sehe ich, dass du eigentlich schon alles hast. Du bist schon ziemlich in deiner Komfortzone, sehr viel Stabilität, dir geht es gut, du fühlst dich wohl. Ja, du bist schon sehr spirituell geworden sogar. Man sieht schon bei dir diese Spiritualität sehr stark sogar, diesen klaren Kopf, diese Intuition, man sieht es bei dir. Aber du hast einfach mit einer ziemlich jungen Energie zu tun, die noch das Ganze, was du schon hinter dir hast, noch nicht hat. In manchen Fällen das Gefühl, was du mit dieser Person bekommen wirst, ist, dass du die Mama bist von der Person. So praktisch, ja? Also du bist die Mama von der Person. Du wirst dich so fühlen, du wirst dich so fühlen. Weil die Unreife hier extrem ist. Es gibt hier eine extreme Unreife, Löwe. Deswegen habe ich es dir gesagt, in manchen Fällen spüre ich hier, dass du mir sagst, das ist doch mein Kind. Weil wenn das nicht so ist, es ist kompliziert, ja? Es ist kompliziert. Diese Person, nochmals hier eine Puppe, ich sehe viele Puppen bei dir. Viele. Also diese Person, es ist nicht möglich. Es ist tatsächlich nicht möglich. Das weißt du. Löwe, das weißt du. In manchen Fällen hast du die Person bereits blockiert. Du hast die Person bereits blockiert, sogar über soziale Netze oder nicht, oder du hast die Kommunikation blockiert, wie auch immer. Du hast die Person blockiert. Warum? Weil dir ist das nämlich klar, dass die Person nur extrem sexuell ist. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass das nicht alles ist. Ja? Also es kommt auf die Intention drauf an. Hier sehe ich keine, wenn du mich fragst, in Wirklichkeit sehe ich hier keine Liebe. Ich sehe hier nur Intentionen, Interessen, bestimmten Interessen, was mit einer Sexualität zu tun hat und auch Finanzen, Geld. Ich sehe hier natürlich eine Person, die mehrere Optionen hat und möglicherweise bist du das auch, Löwe. Du hast auch mehrere Optionen, wenn du willst. Ja, du hast mehrere Optionen. Du bist eine sehr hübsche Person. Mit sehr viel Erfolg. Ich sehe hier eine Person, die Erfolg zeigt, mehrere Kontakte hat, auch über Internet. Du bist eine sehr hübsche Person. Und nochmals, man sieht das hier sehr stark bei dir, sehr sogar. Aber du versuchst dich natürlich mehr um dich zu kümmern. Also du passt mehr auf dich auf, du achtest mehr auf dich, ja. Wie gesagt, ich sehe hier eine sehr hübsche Person. Ich meine, Sternzeichen Löwe sind normalerweise auch hübsche Menschen. Man sieht hier wirklich eine sehr hübsche Person. Aber nochmals, Löwe, ich sehe hier eine ziemlich unreife Energie und du kannst mir sagen, was du willst. Ja? Du kannst mir sagen, was du willst. Und so zeigt sich die Energie. Ich meine, so zeigt sich die Energie. Ich sehe mehrere Menschen, ja, mehrere Optionen, mehrere Menschen. Und möglicherweise eine wichtige Entscheidung. Ja? Also hier gibt es schon eine wichtige Entscheidung zu treffen. Sehr sogar. In manchen Fällen, du musst hier eine wichtige Entscheidung treffen. Es gibt auch eine andere Person, eine neue Person, eine dritte Person, eine Person, die in manchen Fällen im Schatten ist. Nicht vorgestellt wird, weil hier eine wichtige Entscheidung zu treffen gibt. Löwe, ich weiß gar nicht, wie das hier für dich spricht. Ja? Du siehst ja sehr viele Menschen. Und in manchen Fällen Situationen, worüber man nicht spricht, oder in manchen Fällen sind Geheimnisse hier auch zu sehen. Vielleicht sagst du mir, ja, ich bin das Geheimnis für jemand. In manchen Fällen bist du das Geheimnis für jemand. Ja? Und tatsächlich.
Und das kommt auch ans Licht. Du erfährst nächste Woche, kommt bei dir eine Wahrheit. Also nächste Woche erfährst du etwas. Etwas erfährst du durch eine bestimmte Kommunikation. Du erfährst deine Wahrheit hier, Löwe. Und du erfährst deine Wahrheit. Ich spüre hier schon einen Konflikt mit einer bestimmten Person. Und das sehe ich einfach, ja. Löwe, ich sehe, wie gesagt, du bist wichtig, für eine Person bist du sehr wichtig, ja, aber, und diese Person in manchen Fällen nochmals, will sich mit dir entschuldigen oder es gibt hier eine Art von Entschuldigung oder von wieder Kontakt aufnehmen, du bist wichtig für mich und so weiter und so fort, dieses Gefühl habe ich hier. Aber ich wiederhole, die Energie zeigt sich kompliziert. Aus irgendeinem Grund zeigt sich hier die Energie kompliziert. In manchen Fällen, weil eine Person hier auch mehrere Optionen hat. Mehrere Optionen hat. Ich sehe hier diese wichtige Entscheidung. Ja? Löwe. Schau mal, die Karte, die für dich gekommen ist, Neumond in Schütze. Das Glück ist auf deiner Seite. Das ist eine sehr positive Karte. Das Glück ist auf deiner Seite. Deine Träume brauchen einen materielles, also materialisiert werden, ja. Deine Träume müssen sich jetzt materialisieren oder brauchen sich zu materialisieren. Das, was du träumst, es darf nicht nur in deinem Kopf bleiben, sondern es muss jetzt wirklich materiell werden, ja. Interessant ist diese Karte. Also nichts wird von dieser Situation kommen. Es wird nichts kommen von dieser Situation hier. Eine Sache gibt es hier, ja. Ich sehe hier auch eine Flamme. Ich sehe eine wichtige Zeit, die auf dich zukommt. Also schau mal hier. Von Erzengel Michael, neue Anfänge und ein frischer Start. Neue Anfänge und ein frischer Start. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Eine Situation gibt es hier, Löwe. Ich sage dir, sehr stark dieses Luftelement bei dir. Du siehst ja, welche Sternzeichen da sind. Und ich sehe hier eine wirklich wichtige Kommunikation, die ist sogar sehr, sehr intensiv und in manchen Fällen sogar manipulativ werden kann, sogar Streit geben könnte und so eine Situation. Ja? Also das muss ich schon sagen, nächste Woche, so zeigt sich. Aber ich sehe hier entweder eine neue Person für dich, du siehst ja neue Anfänge und ein frischer Start. Die Intuition ist bei dir nächste Woche auch sehr fein. Ich sehe hier in irgendeiner Weise doch eine neue Person, aber mehrere Menschen sind doch zu sehen. Eine bestimmte Person zeigt sich hier, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja? Denn ja, in manchen Fällen doch, wie ich dir gesagt habe, eine dritte Person könnte man hier sehen. Oder sonst mehrere Optionen sind hier. Es gibt hier eine starke Anziehung, ne? Aber es ist nicht zu beschreiben. Was ich hier habe, ist nicht zu beschreiben. Ne? Also, das weißt du vielleicht doch besser. Ich spüre hier schon fast eine Besessenheit. Ne? Mit so einem Gefühl von, ja, eine starke Anziehung gibt es hier. Mhm. Zu einer Person. Ich habe hier Sternzeichen Löwe, wie du auch, Löwe. Also Sternzeichen Löwe ist sehr präsent hier. Sehr sogar. Ja, sehr sogar. Sternzeichen, die sehr stark hier sind, auf den Wölfen Krebs, Löwe, Fische, sehr präsent, nämlich bei dir auch, Zwilling, sehr sogar, Wassermann Waage, ja, Steinbock natürlich, ja. Sogar Skorpion,
Das Gefühl tatsächlich hier ist, ich könnte hier über Entscheidungen reden, ja. Also das ist, was ich spüre hier. Ich könnte hier über Entscheidungen reden. Und diese Entscheidungen handelt sich auch um eine Person von der Vergangenheit, die wir hier haben. Und ich könnte natürlich, wie ich ja gesagt habe, eine neue Person hier sehen. Eine neue Person, eine neue Situation sieht man hier. Ja, aber nochmals, es gibt hier noch eine Situation, die nicht deutlich ist. Und das hat mit der Karte die Liebenden doch zu tun. Also die Situation ist hier noch nicht so deutlich, denn man sieht hier noch eine dritte Person. Egal wie das hier jetzt für dich spricht, egal. Aber hier sieht man eine dritte Person. Ja. Ich sehe hier eine Person, die sehr viel Erfolg zeigt. Erfolg, sogar was mit der Arbeit zu tun hat, das sieht man mit diesen neun der Münzen. Den Erfolg sieht man hier mit einer Person. Eine Person, die berühmt ist in manchen Fällen, Löwe. Aber diese Situation hatten wir bei dir schon oft das. Also eine Person, die in manchen Fällen berühmt ist. Diesen Erfolg sieht man hier. Klar, in manchen Fällen spricht das für deine Energie, Löwe. Wir reden ja auch für dich. Also man sieht hier schon viel Reichhaltigkeit, viel Erfolg, viele Termine, viel zu tun, viel Bewegung. Das sieht man hier schon. Also die, in manchen Fällen doch könnte ich hier diese Beschreibung für eine Person haben hier. Eine Person, die viel zu tun hat, viele Termine hat, viel, ja, und viel Erfolg zeigt natürlich. Ja. Was Neues anfängt. In manchen Fällen gibt es hier was Neues, was mich motiviert, was ich anfange und so weiter. In Bezug Arbeit gibt es hier einen positiven Einfluss, ja, Richtung Arbeit. Das sieht gut aus. Aber du siehst ja, ich meine, ich möchte immer was anderes sehen. Aber tatsächlich haben wir hier so eine Situation, ja. Kinder sind hier, zu sehen. Das muss ich dir wirklich wiederholen. Ne? Oder du hast mit jüngeren Menschen zu tun, wie ich dir gesagt habe. Manche Fälle sind auch Bekannten, Freunden oder wie auch immer. Ja. Löwe, ich überlege weiter, ja. Aber das ist, was ich hier spüre. Und dann natürlich habe ich hier von diesem Deck Anziehungskraft, ja, das ist ja deutlich hier auf die Lähmung, muss ich dir schon sagen. Die Anziehung ist ja da und die Chemie stimmt. Natürlich stimmt die Chemie. Also, es gibt hier eine starke Anziehung. Das haben wir ja gesagt. Das haben wir ja gesagt. Das haben wir ja gesagt. So sieht es nämlich aus. Löwe, ich weiß nicht, wie du mit der Energie jetzt in Resonanz kommst, aber so sieht es nämlich aus. Also es gibt diese wichtige Kommunikation nächste Woche. Und irgendwie mal schauen, ja. Also mal schauen. Ich bin, wie du siehst, am Denken, am Überlegen, ja. Weil die Karte, die Liebenden in der Mitte hier, ist natürlich interessant, ja. Also es gibt hier diese wichtige Entscheidung. Und vier Puppen auf dem Tisch, Löwe. Also Puppe der Stäbe zweimal, Puppe der Münzen, Puppe der Schwerter. Verstehst du? Ich sehe hier viele Menschen halt. In manchen Fällen hat das damit zu tun, dass eine Person, wie gesagt, über Internet auch mehrere Kontakte hat. Man kennt mehrere Menschen. Eine Person ist hier berühmt tatsächlich und kennt mehrere Personen über Internet. Es kann auch damit zu tun haben. Oder über meine Arbeit, durch meine Arbeit kenne ich mehrere Personen. Wie auch immer, aber diese viele Menschen sind ja da. Diese viele Menschen sind da. In manchen Fällen durch den Fitnessstudio, im Fitnessstudio lerne ich auch Menschen kennen. Und deswegen sieht man, aber es gibt eine bestimmte Person hier, die sich unterscheidet. Eine Person ist hier wichtig. Aber, tja, was soll ich dir hier sagen?
Die Energie sieht, wie es sie aussieht. Ich spüre hier eine klare Unreife, Löwe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich spüre eine klare Unreife in dieser Energie. Und jetzt, es kommt darauf an, wie es für dich ist. Aber die Unreife ist hier zu spüren. So wie ich dir das erklärt habe. Also nicht mehr und nicht weniger. Löwe, ich danke dir natürlich für deine Likes, deine Abos. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag, einen schönen Vatertag. Ja, alles Gute zum Vatertag. Und genau, danke für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön, Löwe. Und bis bald. Tschüss.